und das genau ist das Verrückte an den Auer-Fans. Ne? Das bringt andere nie zustande, was hier jetzt zustande bringt. Ehrlich. Hut ab für euch, sage ich euch. Ehrlich. So Leute, wir haben gesagt, um 17:45 kommt die Mannschaft auf die Bühne. Wir haben es zeitlich fast hingekriegt. Wir sind fast pünktlich. Und das habt ihr ja auch verdient, dass wir pünktlich sind. Wir werden jetzt in der nächsten Viertelstunde die Spieler des Jahres küren. Wer wird es geworden sein? Große Frage, große Frage. Aber bevor es soweit ist, was ihr schon wieder wisst. Aber wir wollen ja der Reihe nach machen, ne? Schön der Reihe nach. Denn die Spieler des Jahres, die standen im Programm bei unserem Auftritt hier mit den Veilchen an zweiter und dritter Stelle. Die erste Stelle, wenn der Verein, wenn die Mannschaft, unser erstes Team mit Emma, Kosi und allen voran hier auf der Bühne stehen, der Cheftrainer, der Präsident, dann sagt der Präsident einen Satz und anschließend sofort unser neuer Cheftrainer Heiko Weber. Hey Leute, ganz kurze Bitte an euch. Wir müssen da mal Ordnung schaffen, weil wir haben ein ganz großes Problem, dass wir irgendwann mal da in eine Schublade gesteckt werden. Wir haben Fernsehen dabei und alles. Ich denke, das haben wir nicht nötig. Das klingt besser. Liebe treue Fans unseres Clubs, ich habe heute die Botschaft an Sie zu richten. Wir haben eine große Niederlage erlitten, aber wir leben noch. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für 5 Jahre aufopferungsvolle Arbeit. Ihr seid die besten Fans der Welt. Die dritte Liga als Herausforderung meistern und wir kommen wieder. Dankeschön. So. Eigentlich wollte der Heiko Weber euch jetzt was sagen. Einen kleinen Moment bitte. Wenn ich euch hier gerade so sehe, dann denke ich gerade drüber nach, wie ihr reagieren würdet, wenn wir wieder Erfolg haben. Wir werden uns ab dem Juni die größte Mühe geben und werden immer daran denken, wie wir hier gestanden haben, um das als Bild für das nächste Jahr mitzunehmen und wollen in der ganzen Serie unsere Fans verwöhnen mit einer sehr attraktiven Spielweise, mit vielen Toren und etwas weniger Gegentoren. Also werdet ihr euch jetzt auch im Sommer ein bisschen erholen, auch von der Mannschaft. Nee. Und ab 23. Juni werden wir wieder trainieren und wirklich so trainieren, dass wir am 27. Juli topfit sind für diese neue dritte Liga. Das ist kein Selbstläufer, aber ein paar Spieler werden auch bleiben. Viele werden dazukommen und die werdet ihr dann auch wieder lieben. Und im nächsten Jahr gibt es dann nicht nur den Zuri als Lieblingsspieler, sondern vielleicht 3, 4 weitere. Danke. Ja, kommt dann auch noch. Jetzt kommt erstmal der Emma zu uns, unser Captain. Der Kosi würde jetzt sagen, ihr hättet die Klamotten tauschen sollen. Schwarz macht schlank, ne? Emma, von dir ein paar Sätze an die Fans. An unsere Fans, an die geilsten Fans. Ja, das, ich denke, das wisst ihr. Ich glaube, wir haben in den
in den letzten Jahren ganz was Besonderes geschaffen, hier und auch, denke auch deutschlandweit. Wir konnten stolz sein auf unser kleines gallisches Dorf und ich möchte mich nochmal bedanken im Namen der Mannschaft. Im Namen der Mannschaft für die Unterstützung und ich glaube auch, dass uns und vor allen Dingen euch einiges unterscheidet von manch anderem Fan. Ich denke, ihr habt die letzten Wochen, die sicherlich für uns alle nicht einfach waren, sehr gut zu uns gestanden. Wir haben uns zum Glück diese Situation erspart, in dem die Fans auf dem Zäunen waren und die Spieler beleidigt haben. Ich denke, genau das ist der Unterschied. Und dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei euch. Und wenn man heute gesehen hat, dass auch wieder so viele Leute da waren oder dass ihr da wart und uns wieder so unterstützt habt, nochmal schönen Dank auch im Namen der Mannschaft. Danke. Jetzt wisst ihr, das ist eine alte Geschichte, es ist eine Saison zu Ende, da gibt es Veränderungen, die gibt es manchmal auch zwischendrin. Der eine oder andere hat es schon gelesen, zum Beispiel den Norman, den zieht es zurück in seine thüringische Heimat nach Erfurt. Dem wünschen wir da richtig viel Erfolg. Und ja, versteck dich da mal nicht so. Der wird froh sein, dass er mich nicht mehr hat.